Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder vor Hanna Kapitel 1.5. Es sind ja nicht mehr so viele. Dieses und das letzte, dann war es das mit den Rittern. Doch während ein Krieg tobt, ist die Arbeit eines Friedenshüters niemals beendet. Schnell und tödlich. Mit zwei Klingen für ihre Tanzpartner. Ihr Wissen kann Legenden zerstören oder erschaffen. Wie ich ja schon gesagt habe, ich mache ja nur Kapitel 1 bis, also Kapitel 1.1 bis 1.7. Es gibt ja drei Kapitel, einmal von Wikinger oder Samurai, aber die will ich nicht gerne machen, weil wird erstens noch zu lange dauern und zweitens spiele ich ja nicht Samurai und Wikinger. Ich spiele nur die Ritter, deswegen mache ich auch nur die Ritter-Story. Dann können wir ja mit Online dann weitermachen, da ich bin ja jetzt auch ein bisschen besser geworden in dem Spiel. Unser Heer musste einen Weg finden. Die Wikinger können kreativ sein, wenn sie denn wollen. Flatternde Klinge. Ich finde die Friedenshüterin auch nicht schlecht. Die Wikingerstämme haben unterschiedliche Bräuche. Das hier sah mir nach Opfergaben aus. Vermutlich baten sie um Stärke im Krieg. Holden hätte besser keine Kundschafter vorausgeschickt. Er hätte mich schicken sollen. Warum hatte Apollyon befahl mir, den Weg freizuräumen? Und natürlich gehorchte ich ihr. Okay, sie ist wohl aus der Puste. So. Boom, auf deinen Nacken. Die Wikinger sollten wachsamer sein. Dort lagen ihre Boote vor Anker, also gab es einen Weg hinauf, dessen war ich mir sicher. So, der ist dann wohl auch erledigt. Racheangriffe. Okay. Die Wolke des Vulkans hat diesen Ort verdorren lassen. Weg bist du. Fast.
Oh, ich wollte Exekution machen. Ich dachte, es kommt keiner. Muss ich jetzt nach da oben oder nach unten? Er bleibt einfach dort stehen und guckt zu. Ich glaube, wir müssen hier oben. Hier hoch. Ja, klar. Und da ist wieder einer. Schlucke. Okay, die gehen zu zweit jetzt auch nicht. So, das. Dein Köpfchen ist ab und jetzt kommst du. Deine Würfe lassen Gegner schneller, okay. Schon wieder Gegner, ey. Boah. Leben. Bam! Da hat er wohl keine Chance gehabt. Oh. Du hast etwas Stahl gefunden. Los, lass uns jetzt schnell darauf zum Außenposten am Aufzug. Endlich da. Ich hatte eine Idee. Okay, was müssen wir jetzt machen? Sabotiere Gegengewichte. Hineinzukommen war einfacher, als ich gedacht hatte. Da kommt mir eine Idee. Zack. Tja, da kommt er wohl nicht mehr rein. Ich war mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Oh, der hat gesessen. Sollte ich dann wohl auch ziehen. Diese Maschine überstieg alles, was ich ihnen zugetraut hatte. Seit ich zuletzt hier war, müssen sie neue Überlieferungen gefunden haben. Oder vielleicht einen besonders erfinderischen Ingenieur. Ich muss sehr vorsichtig sein. Nimm mal Viereck jetzt.
wohl passieren wird, wenn ich an den Hebel ziehe. Wo ist der zentrale Mechanismus? Erreiche den Aufzugmechanismus. Okay. Gehen wir mal dorthin. Wie kommen wir jetzt da rein? Wie hier? Ist irgendwo ein Weg? Hier gibt's keinen Weg. Ich frage mich. Das sind Kisten. Hä? Geht's denn jetzt lang? Irgendwie hier, glaube ich. Was ist das? Achso. Hä, wie kommt man da jetzt rein? Das muss irgendwo hier drinnen, glaube ich, sein. Was ist da drinne in dem Gebäude? Ach, da ist eine Leiter, bin ich blind. Wenn ich den Mechanismus richtig verstanden hatte, sollte eine Fahrt mit dem Aufzug sehr aufregend werden. Wofür das? Oh, er pariert. Endlich mal einer, der das kann. Oh, das ganze Gebäude abgerissen. Der Weg ist frei. Beeindruckend. Ermutigt sie nicht noch. Boah. Diese Story-Level sind ein bisschen kurz, findet ihr nicht auch, Leute? Gehen immer so schnell rum, finde ich so, meiner Meinung nach. Wir haben ja noch ein Kapitel, Leute. Also ein Level und dann war es das ja auch schon. Aber sollte reichen mit der Story. Wir wollen ja nicht jetzt Millionen Kapitel machen. Die Festung von Svermdart, mein Ziel. Schon zu lange wurden die wahren Krieger unter den Wikingern von den Ketten sozialer Zwänge zurückgehalten. Von Familien. Von Gesetzen. Jetzt würden wir ihre Tore einreißen und ihre Welt auf den rechten Weg zurückbringen. Ja, und das sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Haut rein, liebe Leute. Ciao.